Herzlich willkommen bei Niklas 1112. Heute sehen wir uns die brandneue Gigabyte GeForce GTX 650 OC 1GB GDDR5 Grafikkarte von Nvidia an. Das ist die neue 28 Nanometer Karte, die ziemlich gute Leistung für den Preis bieten sollte. Dieses Produkt wurde von Vortex bereitgestellt. Dankeschön. Also gut, hier ist die Schachtel, dies ist nicht unbedingt die größte, wie man sehen kann. Nochmals, das ist die Gigabyte GeForce GTX 650er Grafikkarte, welche die PCI Express 3.0 Schnittstelle verwendet. Um diese Karte zu kühlen, hat sich Gigabyte für einen 100mm Lüfter entschieden. Auf dieser Seite seht ihr offensichtlich, dass es sich hier um die 1GB Version dieser Karte handelt. Es gibt ja immerhin auch eine 2GB Version. Aber auf dieser Seite kann man sogar noch mehr technische Daten sehen. Nochmals, 1GB GDDR5 Speicher, das 128-Bit Speicherinterface, die PCIe 3.0 Schnittstelle wird verwendet, 100mm FanSync, das ist ein wenig komisch, dann wird DirectX 11 natürlich auch unterstützt und der HDMI-Anschluss ist vergoldet. Nun, auf der Rückseite bekommt man viele Details zu sehen und Gigabyte wirbt wirklich für deren vergoldeten HDMI-Anschluss, welcher wirklich gut sein soll und auch noch gegen EMI-Interferenz schützen soll. Die Schachtel ist wie immer bei Gigabyte standardmäßig, aber ich mag das Schlangenaugen-Ding auf der Schachtel, sieht ziemlich cool aus. Gut, nun öffnen wir mal die Schachtel, das ist hier drin. Hier ist die Gigabyte Schnellinstallationsanleitung, die Treiber-CD, aber ich würde empfehlen, die aktuellsten Treiber von Nvidias Website herunterzuladen. Dann haben wir hier einen Dual Molex zu PCI Express 6-Pol Adapter für ältere Netzteile und das wäre es eigentlich fürs Zubehör. Alles, was jetzt noch übrig bleibt, wäre die Grafikkarte in der antistatischen Tüte. Diese werde ich jetzt schnell öffnen, damit wir die Karte besser betrachten können. Na bitte, diese sieht standardmäßig aus, aber bevor ich euch mehr über diese erzähle, entferne ich mal als erstes den Plastikschutz. Gut, nun, dass alles entfernt wurde, muss ich sagen, Gigabyte hat das Design nicht verändert. Ich habe schon eine GT 640er getestet und diese hat sozusagen identisch ausgesehen. Aber aus irgendeinem Grund hinterlässt diese Karte bei mir einen besseren Eindruck. Das Design ist natürlich nicht das großartigste, aber es ist okay. Hier ist der 100mm Lüfter, um die Karte abzukühlen. Sehr schicker, transparenter Lüfter, muss ich sagen. Leider wird auch immer die einfache schwarze Plastikhülle verwendet, aber naja, diese Karte ist schwerer. Wie ihr sehen könnt, wird ja ein ziemlich großer Aluminium-Kühlkörper verwendet und ich denke nicht, dass diese Karte heiß laufen wird, da ja der neue 28 Nanometer Prozess verwendet wird. Um diese Karte mit Strom zu versorgen, benötigt man einen PCI Express 6-Pol Stromanschluss. Nun, hinten kann man sehen, dass eine blaue PCB verwendet wurde und diese ist nicht leer, das gefällt mir. Und etwas, das die Karte wirklich interessant macht, ist die Länge. Seht mal, wie kurz sie ist. Diese passt hier sozusagen in jedes Gehäuse. Wie schon vorher erwähnt, wird die PCI Express 3.0 Schnittstelle verwendet. Aber man könnte diese Karte auch in einem älteren PCIe 2.0 Slot mit geringen Leistungsunterschieden gegenüber 3.0 verbauen. Dies ist übrigens eine Dual-Slot-Karte und als Anschlüsse stehen einem ein schwarzer DVI-Anschluss hier oben zur Verfügung, noch einer hier unten, hier ist der vergoldete HDMI-Anschluss und der Standard-VGA-Anschluss. Hier oben sind ein paar Belüftungslöcher. Also gut, die Anschlüsse sind wirklich, wirklich gut und da kann man sich nicht beklagen. Das Gesamtdesign und Aussehen der Karte ist nicht gerade das Beste für meinen Geschmack. Gigabyte hätte ruhig ein besseres Design entwickeln können, um diese Karte attraktiver zu machen. Aber diese GTX 650er sieht besser aus als die GT 640er, die ich getestet habe. Obwohl diese zwei Karten eigentlich fast identisch vom Aussehen her sind. Aber Gigabyte hat hier bei der Bedeckung der DVI-Anschlüsse wirklich großartige Arbeit geleistet. Wie ihr sehen könnt, ist dies eine schicke Metallabdeckung und ich mag das wirklich. Es sieht super aus. Aber jetzt zu den technischen Daten. Die Gigabyte GeForce GTX 650 OC Grafikkarte hat 1GB GDDR5 Speicher und verwendet die GK107 GPU. Der GPU-Takt beläuft sich auf 1111 MHz, der Speichertakt auf 1250 MHz und der Shader-Takt auf 1111 MHz. Die TDP von 64 Watt ist wegen der neuen 28 Nanometer Architektur sehr niedrig. DirectX 11.1 wird vollkommen unterstützt und der Speicherinterface beläuft sich auf 128 Bit. Im GPU-Z wird die Karte problemlos erkannt und es wurden wirklich viele Transistoren hineingepackt. Zur Zeit des Videos habe ich die aktuellste Treiberversion installiert. Und weil dies eine OC-Karte ist, ist diese natürlich übertaktet. Ich bin mir nicht sicher, wie die Temperaturen aussehen werden, aber wenn sie niedrig bleiben, bin ich mir sicher, dass man noch mehr Leistung herausquetschen könnte, indem man die GPU noch weiter übertaktet. Aber genug von dem, kommen wir zu den Benchmarks. Dies ist mein Testsystem. Wie immer fange ich mit 3DMark Vantage auf der Performance-Voreinstellung an. Und hier punktet die GPU 11.722. Ich muss sagen, das ist eine ziemlich gute Punktzahl. Sofort kann ich garantieren, dass man jedes Spiel zur Zeit des Videos betreiben kann. Natürlich nicht auf die maximierten Einstellungen, aber naja, mittel bis hohe Einstellungen sollten keine Probleme darstellen. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht erwartet, dass so eine hohe Punktzahl bei einer GPU mit solch einem Preis herauskommt.
Auch in 3D Mark 11 auf der Performance-Vorstellung bekomme ich eine gute Gesamtpunktzahl von P3170. Also noch einmal, ich bin überrascht. Das beweist wirklich, dass Gaming mit dieser Karte möglich ist. Das ist ein DX11 Benchmark und somit ist das ziemlich schwer, aber trotzdem habe ich großartige Ergebnisse erhalten. Da wäre nichts zum Beklagen. Nun, in Cinebench Release 11.5 im OpenGL-Test wird für die GTX 650er eine durchschnittliche Bildrate von 53,05 FPS errechnet. Für den Preis ist dies ein sehr gutes Ergebnis und ich kann mich gar nicht beklagen. Aber jetzt fangen wir mal mit etwas anspruchsvollerem wie Unity Heaven Benchmark 3.0 an. Weil diese Karte DirectX 11 vollkommen unterstützt, so werde ich den Test auf dieser API durchlaufen lassen. Die Tessellation ist auf Normal, Shaders auf Niedrig, AF auf 2x, zweifaches AA und getestet wird auf Fullscreen 1680x1050. Also das sind mittelmäßige Einstellungen, nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig. Stellt euch vor, auch mit diesen Einstellungen kann diese Karte nicht gestoppt werden, wenn man diese mit dem Preis vergleicht. Im Durchschnitt bekomme ich 33 FPS, also Minimum 13,1 und 68,6 FPS als Maximum. Die Punktzahl würde sich auf 830 belaufen, was eigentlich wirklich gut für dieses Benchmark ist. Vergesst nicht, es wurde auf ziemlich hohe Mittelklasse-Einstellungen getestet. Aber wenn euch das alles nichts sagt, dann wird es an der Zeit, das Last Planet 2 Benchmark auf 1680x1050 durchlaufen zu lassen. Das MSAA ist auf 4x, die Bewegungsunschärfe ist auch eingeschaltet und der Rest ist auf den maximalen Einstellungen, sogar die DirectX 11-Funktionen. In Test A läuft die Karte im Durchschnitt auf 43 FPS, was ziemlich gut ist. Es wurde der Rang B verliehen. Aber zu beachten ist, dass dies ein Nvidia-Spiel ist. Es wurde so entwickelt, damit es mit Nvidia-Grafikkarten gut läuft. Aber trotzdem gute Leistung. Test B ist wie immer etwas anspruchsvoll und das macht sich mit 36,3 FPS im Durchschnitt bemerkbar. Aber auch diese Bildrate kann als sehr gut bezeichnet werden. Dann vergesst nicht, es wurde auf den maximalen Einstellungen getestet. Auch hier wird Rang B verliehen. Das nächste Benchmarking-Programm, das ich durchlaufen lasse, ist Firmark auf 1680x1050 ohne AA. Hier punktet die GTX 650er 868 Punkte und das ist gut. Auch dies ist nämlich ein anspruchsvolles Programm. Der Test hat 60 Sekunden lang gedauert und die durchschnittliche Bildrate wäre so 14 bis 15 FPS. Eigentlich gar nicht schlecht. Aber genug mit den synthetischen Tests, kommen wir zu den Spiele-Benchmarks. Hier in Dirt Showdown auf Ultra mit 8x MSAA, also auf den maximalen Einstellungen, bekomme ich 18 FPS als Minimum und 24 FPS im Durchschnitt. Nun, das ist nicht spielbar, aber weil das ja auf den maximalen Einstellungen gespielt wurde, muss diese Karte ja irgendwo schlechter sein. Denn welche Grafikleistung kann man bei solch einem Preis erwarten? Wenn diese Karte die modernen Spiele auf Ultra betreiben könnte, wo würde dann eine teurere Grafikkarte Sinn machen? Betrieben wurde das hier übrigens auf 1680x1050. Nun, wenn ich die Einstellungen nun auf Hoch statt Ultra herabsetze und vielleicht auch noch das MSAA auf 2x herabsetze statt 8, dann sehen wir hier viel bessere Ergebnisse. Und zwar spielbare. Als Minimum bekomme ich 47 FPS, wobei ich im Durchschnitt großartige 58 FPS erhalte. Also ihr werdet dasselbe denken wie ich, das ist definitiv spielbar. Also für den Preis wird gute Gaming-Leistung geboten, das steht schon mal fest. Nun in Battlefield 3 auf 1680x1050 und auf Ultra das MSAA ausgeschaltet, das AF wurde auf 1x herabgesetzt, da bekomme ich auch gute Ergebnisse. 31 FPS als Minimum, 42 FPS im Durchschnitt und 57 FPS als Maximum. Also in meinen Augen ist es nicht mehr spielbar, aber viele Leute bezeichnen 30 FPS schon als spielbar. Aber ich erhalte hier 42 FPS. Also für diejenigen, die Spiele mit solchen Bildraten spielen können, nun ja, wäre diese Karte wohl ein Schnäppchen. Als ich versucht habe, die Einstellungen auf Hoch statt Ultra herabzusetzen, habe ich überraschenderweise dasselbe Ergebnis bekommen, als ob ich noch immer auf Ultra spielen würde. Natürlich ist da ein winzig kleiner Unterschied, doch das zählt nicht. Im Ernst, ich weiß nicht, warum das passiert. Ich habe schon die GT 640er von Gigabyte getestet und genau das gleiche ist in diesem Spiel passiert. Ich vermute, dass dies eine Sache des Treibers ist. Vielleicht wird Nvidia dieses Problem irgendwann beheben. Und nun zu den Temperaturen. Im Leerlauf bekomme ich 25 Grad Celsius, was 77 Grad Fahrenheit wären. Das ist sehr niedrig. Wenn ich die Karte nun auf Volllast bringe, dann steigt die Temperatur bis auf 52 Grad Celsius an, was 126 Grad Fahrenheit wären. Aber glaubt mir, auch das ist niedrig. Die Außentemperatur beläuft sich auf 21 Grad Celsius, was 70 Grad Fahrenheit wären. Also allumfassend sind die Leerlauf- und Lasttemperaturergebnisse sehr sehr niedrig und wie ich schon vor am Anfang des Videos gesagt habe, könnte man diese Karte sogar noch weiter übertakten, um noch ein wenig mehr Leistung herauszuquetschen. Folglich wird die Grafikkarte dann noch besser in den Tests und den Spielen abschneiden. Der Lüft ist auch sehr leise. Also gut, aber jetzt zum letzten Test, der Stromverbrauch. Im Leerlauf verbrauchen die GPU und die i5-3570K CPU 78 bis 79 Watt. Ich muss zugeben, das ist sehr wenig.
und auf Last verbrauchen die GPU und die i5-3570K CPU 154 bis 155 Watt. Glaubt mir, das ist überhaupt nicht viel. Also Nvidia hat hier großartige Arbeit geleistet. Ich bin hier nicht enttäuscht und somit gibt es hier nichts zu beklagen. Die Gigabyte GeForce GTX 650 OC 1 GB GDDR5 Grafikkarte ist eine großartige Wahl für Gamer mit knappem Budget. Ihr habt selbst gesehen, Spiele funktionieren sehr gut und diese Karte kann sogar ein paar Spiele auf den maximalen Einstellungen betreiben. Ihr wisst doch, für solch einen Preis würde man normalerweise nicht solch eine Leistung erwarten, wie diese Karte sie vollbringt. Die Temperaturen sind auch sehr niedrig, der Lüfter ist sehr leise und wenn man noch mehr Leistung herausquetschen will, dann übertaktet man halt noch weiter. Der Stromverbrauch ist auch gar nicht hoch und das spielt bei mir immer eine große Rolle, wenn ich Grafikkarten durchteste. Vorteile wären: großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis, Spiele können auf mittel bis hohe Einstellungen betrieben werden, dann wäre da der niedrige Stromverbrauch, die niedrigen Temperaturen und zugleich ist die Karte auch noch sehr leise. Als Nachteil kann ich nur eines sagen, Gigabyte hat nicht gerade das beste Design, wenn es um das Aussehen geht. Aber weil das nicht so wichtig ist und weil so viele Vorteile vorhanden sind, kann ich diese Karte nur mit 10 von 10 bewerten und ich würde diese Karte definitiv empfehlen. Nochmals danke an Fortakers für das Bereitstellen dieses Produktes. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren.